viel einfacher, muss noch da, okay, es ist viel einfacher, Ja. ich liebe sie. Soll ich nochmal von vorne? Hilf mir mal weiter. Ja, du hast ja gesagt, dass es darum geht, dass aus der anderen Ebene, dass man ja dann einen beobachtet, den man dann einfach für in Ordnung empfindet. Der darf so sein, wie er ist. So. Und mir ist halt eben aufgefallen, ich kann Bianca auch oder sie auch so sein lassen, wie sie eben ist, sobald es darum geht, zu sagen, ich darf so sein oder ich liebe mich, dann fällt es schwerer. Also das kommt mir viel schwerer über die Lippen, als wenn ich mich da rausziehe und jemanden beobachte, den ich lieben kann. Das ist mir aufgefallen. Und das war oder ist total geil, weil es so viel leichter ist. Aber letztendlich kommt das Gleiche dabei raus. Und das ist gut. Also, ich finde es Das gut. Interessante ist ja, um sich zu erheben, Ja, muss ich genau. ja das, was ich glaube zu sein, verlassen. Richtig, ja. Ich kann ja nicht da bleiben auf der Ebene und dann irgendwie weiter rauf. Das heißt, das war ja der Ursprungsgedanke. Sag mal, mein Leben lang habe ich mir das so vorgestellt, das so mitzunehmen. Ja, genau. Und jetzt kriegst du mit, du sollst das da stehen lassen und dich erheben. Und dann Richtig. hoch, ne, das muss man dann erstmal verstehen. Und dann ist das natürlich, jetzt bist du ja, ich sag, wir machen erstmal die Dinge so, wie sie passieren. Das ist erstmal das, was passiert. Das ist das, was ist. Und das war es in deiner, ich sag jetzt mal, in deiner Vergessenheit, du. Du warst es ja, du hast dich ja dafür gehalten. Und jetzt kommt diese Bewertung dessen, von dem Bewerter. Das ist ja auch noch ein Unbewusster. Aber es bist auch du in dem Moment, denn du bist ja der, der das bewertet. Ja. Das heißt also der Beobachter, der das, was er sieht, bewertet. Und um sich jetzt über den Gedanken zu machen, guck mal, wenn wir jetzt sagen, wir machen uns Gedanken über den Beobachter, der jetzt das bewertet, das, was ist, Ja. Gedanken machen über so ein, Be das bedeutet auch immer noch eine Wertung. Ja. Na, das heißt also, ich kann mir Gedanken über den machen und dann sage ich auch immer noch, ja, das macht er gut oder das macht er nicht so gut. Ne? Also das beinhaltet das ja. Ja. Aber es bin wieder ich. In der, soll ich es sagen, Vergessenheit eines zweiten Beobachters, um ihn dann mal so zu nennen. Und erst, wenn ich mich jetzt entschließe, dass ich zwar jetzt den da kritisiere, weil das, was er da macht, ne, finde ich jetzt nicht so. Aber nun habe ich ja eingesehen, dass überhaupt das Bemängeln von irgendwas, das erzeugt Leid. Ja. Ne, also an irgendetwas rumzunörgeln. Und ob ich nun, denn es ist ja der das erste, ist ja der erste Beobachter, der etwas benörgelt. So, Genau. und jetzt sage ich, als der, der den beobachtet, sage ich jetzt mal auf, das führt zu Leid. Also bitte, bitte lass das doch. Bin aber immer noch einer, der jetzt immer noch was benörgelt. Genau, nicht Ne? einverstanden. Genau. Ja. Und nun weiß ich ja jetzt aber inzwischen, dass das zu Leid führt und ich habe mich entschieden, das übrigens funktioniert sehr gut, mich entschieden, das mache ich nie wieder. Ja. Und dann fällt das einfach weg. Ja, es fällt Nicht, ab. ich denke, dann hast du natürlich, hast aber erstmal ein paar spannende Tage. Wo dir Ja. das direkt erstmal aufgeht und du reagierst auch. Das ist gar nicht das Ding. Also da passiert etwas und jetzt erlebe ich einen Beobachter. Ich spiele jetzt einen Beobachter, der das dann benörgelt. Jetzt spiele ich den, der diesen Beobachter kontaktiert, sage ich mal. Obwohl der ja schon weg ist und das war ich ja selber. Aber jetzt Ja. kontaktiere ich den und jetzt sage ich zu dir, Mathe, mach keinen Kopf, ist alles gut. Genau. Und du bist Er gut, du darf bist das. geliebt, so wie du, ne? Ja, Aber genau. dadurch, dass ich jetzt du zu dem sag, bin ich pscht, Raus, raus. genau. Absolut, ja. Absolut. Wobei das, was ich jetzt meine, was raus ist, bin ich zwar für diesen Moment, aber
Ne? Bist ja auch du. Wäre ja schon wieder ich. Ne? Das hört auch nicht auf. Nee. Aber jetzt mit dem Lieben, das ist genauso, das sehe ich auch so. Also ich mich lieben, das ist ganz komisches Ding. Ja, Da genau. habe ich irgendwie so eine Sperre, als wenn das nicht erlaubt wäre oder so. Ja, für was kommt bei mir immer? Ja. Ja, das ist so dieses blaue Lieben. Man muss was tun, um geliebt zu werden. Ja, es ist noch nicht mal also bei mir jetzt nicht das für was, sondern Nee. die Berechtigung dazu fehlt Ja, genau. Der mir. Wert. Das geliebt zu werden, also dass ich das überhaupt, ne, ohne mir dann was anzumaßen, das ist ja eine Angst davor, dir was anzumaßen. Ja, genau. Was nicht gerechtfertigt ist. Ist nicht gerecht und deswegen ist es natürlich komischerweise gar kein Problem, mich hier oben hinzusetzen und einfach einen zu lieben. Genau, ja. So, und jetzt bekommt er diese Liebe, jetzt pass auf, jetzt verändert sich sofort, wirklich, das ganze Leben. Weil diese, was der gebraucht hat, sagen wir jetzt mal, sich was anzufressen, ja, sich vollzustopfen mit irgendwas Ersatz für Liebe, ja, ob Süßigkeiten, sonst irgendwas ist, das fällt alles weg, das braucht er nicht mehr. Richtig. Der ist einfach nur noch, jetzt wird er geliebt. Und jetzt bin ich in dieser Rolle, einen zu lieben. So, jetzt pass auf, jetzt müssen wir mal das zerlegen. Warum oder wie funktioniert das eigentlich? Und was liebst du normalerweise? Normalerweise liebe ich etwas Mangelhaftes. Also ich sage selbst, ein Partner, der perfekt ist, also der gut, perfekt ist sowieso alles, aber ich meine jetzt speziell in einem, der keine Fehler hat, ist unglaublich schwer zu lieben. Weil liebenswert macht das einen erst, wenn er Schwächen hat, wenn er Fehler hat. Dann ist ja praktisch, das ist ja der Moment, wo er geliebt werden muss. Ja. Da wird er geliebt, so, ne? Also da, also jemanden zu lieben, das ist, ich sage mal, irgendwas muss man mit Mangel zu tun haben. Ja. So, und jetzt pass auf, jetzt habe ich ja mich, jetzt erhebe ich mich ja darüber, um meinen Nörgler zu lieben. Und es kommt natürlich sehr viel, jetzt wird erstmal sehr viel geliebt. Und es geht ein paar Tage so, und du stellst da fest, jetzt verändert sich sehr viel. Und jetzt hört er das Nörgeln auf. Einfach so. Ist ja auch klar. Einer, der rumnörgelt, dem fehlt einfach nur irgendwas. Ne? So, und jetzt ist er ja geliebt. Und jetzt lässt er das Nörgeln sein von ganz alleine, ohne dass ich ihm irgendwas aberziehen wollte, weil ich ihn ja einfach nur lieben wollte, so wie er ist. Ja. Und jetzt pass auf, jetzt da keine sogenannten Mängel mehr auftreten, habe ich ja nichts mehr zu lieben. Okay. Er hat ja keine Schwächen mehr. Der ist ja jetzt, der ist jetzt einfach nur noch da und macht, was er macht. Und ich bin mir darüber einig, das bemängel ich nicht mehr. Und wenn jetzt kein dieser, jetzt fällt mir auf, wen habe ich eigentlich geliebt? Den werdenden Beobachter. Richtig, ja. Weil Ja. der aus seiner nicht, seinem Nicht-Geliebtsein alles negativ bewertet hat. Ich werde nicht geliebt, so und jetzt bewerte ich alles negativ. Jetzt wird der geliebt, jetzt hört der auf, negativ zu bewerten. Und jetzt fällt mir auf, jetzt sag mal, jetzt habe ich jetzt ein paar Tage lang, habe ich jetzt hier den gemacht, der alles liebt, aber jetzt ist nichts mehr zu lieben da. Ja. Das verschwindet. Ja, okay. Und wer bin ich denn jetzt? Ich meine, jetzt habe ich mich identifiziert als den Liebenden, Ja. weil ich was zum Lieben hatte, aber jetzt habe ich nichts mehr zum Lieben und auf einmal hängst du schon wieder in der Luft. Aber es ist eine wunderbare Ruhe, ohne die Notwendigkeit, irgendwas zu lieben, weil es passiert nichts mehr. Man schaut, ne? Du schaust nur noch. Ich mache, was ich mache und es wird überhaupt nicht mehr von mir. Ich kann hier jetzt Tage damit verbringen, hier am Internet, hier kommt man an mein Spiel, ne? Am Angeln bin ich da. Und dann kommen hier jetzt viele Videos und dann denke ich immer, ja, ich habe einen Job zu machen. Ne? Und dann, ja, du kannst noch mehr, du kannst hier für den Amaretto, kannst du das und so. Und ich sage immer, will ich jetzt aber nicht. Ja. Ich habe jetzt hier mein Angelbedürfnis zu befriedigen und das mache ich. Ne? Und da ist überhaupt so sind so Ansätze von, da Ja. könntest du jetzt ein schlechtes Gewissen kriegen, mach doch mal deinen Job oder so. Und da ist dann einer da, der lächelt einfach nur noch. Und ich mache, was ich mache. Ja, weil Und das auf einmal ist hier eine Ruhe, ne? ja, Und dafür das alles hält. nur, Ja.
Das alles nur, Verrückt, weil gell? ich erkannt habe, was ich mein Leben lang verbockt habe. Ja, Wie sehr das ich Schöne mir ist, einen Stress ja. mach, rede, ich stecke mir was in den Mund, dann kannst du reden. Tut mir leid. Was mir gerade einfällt, ist, dass das jetzt in Ordnung ist. Ja, du hast diese Ordnung hergestellt. Es ist in Ordnung. Dann löst sich das auf. Das fällt mir dazu auf. Und ich denke wirklich, um mehr geht es nicht. Weil letztendlich alles in Ordnung ist. Jetzt kau mal. Ich bin fertig. Kau doch. Das Ja, ist kau trocken. Das kann ich jetzt nicht einfach so runterschlucken. doch. Selber Nee, schuld. musst du das doch. Lass doch, rede doch. Mach doch nichts. Ja, eigentlich gibt es dazu nichts mehr zu sagen. Also über diese Ordnung, da gibt es nichts mehr zu sagen. Die ist da, die besteht einfach. Na, wie habe ich denn das gemacht? Erzähl mal. Ja, wie habe ich denn das gemacht? Ja, das passiert einfach, ne? Das stimmt. Ja. Weil es 2020 ist, das war eben dran. Das kann man so erklären, aber trotzdem möchte ich wissen, wie ich es gemacht habe. Was ist denn passiert? Letztendlich nichts. Letztendlich ist nichts passiert. Du Du hast weißt nichts nicht, gemacht. worauf ich hinaus will. Ich habe dir die Geschichte erzählt. Wir haben das nur nicht aufgenommen. Und dachte ich, jetzt erzähle das doch einfach nochmal. Was ist passiert? Wie kam das dazu? Ja, indem du das in Ordnung empfunden hast, dass der Heiko wertet. Dass er denken darf, Warum? diese Warum? Hackfresse. Ich habe doch mein Leben lang gewertet. Warum? Was war dieser? Was ist passiert? Du hast die Entscheidung getroffen, das nicht mehr zu tun. Du hattest keinen Bock mehr. Warum nicht? Weil du darunter gelitten hast. Und das habe ich gesehen. Genau. Und ich war ganz erschrocken. Ich habe gesehen, was ich mir mein jetzt ausgedachtes Leben lang angetan habe. Das war das. Die Zeichen waren da. Ich hab einen Heiko gehabt, sowieso einen dicken Heiko, klar. Dann ein seit 20 Jahren die Nase voll. Seit jetzt fast 2 Jahren Sonnenhals und der dann auch sagt, das schlucke ich nicht mehr. Und ich könnte so viele Anzeichen, Ja. wie ich ihn behandelt habe, wie Ja. ich mit dem umgesprungen bin, durch diese Nörgelei mein Leben lang. Das einfach nicht mehr. Ich habe den fast kaputt gemacht. Dass der sich immer gewehrt hat und dass das nicht mehr ging. Und ich habe mich aus der Welt zurückgezogen, weil ich geglaubt habe, die ist so scheiße. Genau. Ja. Und dann zu sehen, das war ich selber und weiß, was ich da entschieden habe, weil ich es gesehen habe. Ich Genau. habe es nicht vermutet, ich habe es wirklich gesehen. Und dann habe ich gesagt, Schluss. Und noch nicht mal, dass ich das jetzt getan habe, noch nicht mal das werfe ich mir vor, Ja. weil dann würde ich es ja schon wieder tun. Richtig, genau. Ja. Ich habe einfach gesehen, du leidest und das machst du selber dadurch. Und habe ich gesagt, vorbei. Von einem auf den anderen abgestellt, mache ich nie wieder. Ja, genau. Du Das hast ist neu überhaupt keine gewertet. Mühe gewesen. Das ist nicht anstrengend, gar nichts. Weil wenn du es erkennst, dann. Genau. Ja, man muss das erstmal entdecken, ne, indem du es dir anschaust. Und dann kannst du das sehen und eine neue Entscheidung treffen. Aber all das hat dazu geführt, dass du heute an dem Punkt bist, dass das jetzt passiert ist. Genau, das, Ja. deswegen musste das alles ganz genau so kommen. Richtig, genau. Es hätte keine Sekunde anders kommen dürfen. Aber wie kommt das dazu, dass ich erkenne, dass ich mir selber Leid zufüge? Weißt du, ich frage mich ja auch, warum ich es tue. Weißt ja, wenn der Udo immer sagt, du sollst dich fragen, warum du es tust. Und wenn ich jetzt. Also die Situation, habe ich dir ja erzählt, war ja eben, dass ich jemanden ganz offensichtlich bewertet habe, ne? Und dann habe ich gedacht, sowas macht man nicht.
Ja, das ist ja so, ich will mich ja dann praktisch erziehen. Und damit füge ich mir Leid zu. Genau, weil Weil wir dass ich bestimmen diesen, das. ja, weil das ist ja einfach nur passiert. Das ist das, was ist. Ich habe jemanden bewertet. Ja. Und jetzt mich dafür zu verurteilen und an mir rumzuerziehen oder so, und da frage ich mich dann, warum mache ich das eigentlich? Ja. Ja, weil man nicht mit dem einverstanden ist, wie man ist. Ja, das stimmt schon, aber warum nicht? Was Ja, ist weil man eigentlich das Problem? Das erste ist doch, du denkst, so kann man doch nicht denken. Das darf erst, man nicht. ja, das ist die Moral, die uns anerzogen wurde. Ja, das ist die anerzogene Moral. Und hier sagen wir mal, der erzählt dir ja die ganze Zeit, du bist alleine. Ja, also hast du dir das ja auch selber anerzogen. Ja, aber Moral hat ja auch mit anderen zu tun. Was die jetzt über mich denken, zum Beispiel. Und erst wenn dir das gleichgültig wird, ne? Ich hab was anderes gehabt, also bei mir jetzt, ne? Deswegen sage ich, wenn du, nehmen wir mal an, das hat dich jetzt neugierig gemacht, du willst das auch. Dann gebe ich dir den Tipp, das musst du wirklich sehen. Ne? Ja. Was du tust und wie du dir damit Leid zufügst und dann eben die Fragen stellen, warum du es tust. Das musst du selber machen. Ne? Ja. Nützt ja jetzt nichts. Und ich kann dir sagen, bei mir, ich habe ja noch mehr gefunden. Ich habe ja gefunden, dass ich glaube, dass da noch einer ist, der mich jetzt beobachtet. Ich weiß zwar, dass das meine Gedanken sind und ich gehe davon aus, das sage ich jetzt mal, keiner von den Umstehenden das mitkriegt. Ja. Ich gehe aber trotzdem davon aus, also zu dem Zeitpunkt, Das dass ja. da doch noch einer ist, der das mitbekommt. Genau. Und Ja. vor dem möchte ich dann nicht schlecht dastehen, Oh Gott. weil ich, ja, weil ich dann irgendwas befürchte. Ja. Und das ist der Grund, warum ich mein Leben lang versucht habe, mich zu verbessern, Genau. an mir rumzuerziehen. Ja, das Gericht. Ja. Ja, das ist Und unser da sagt eigenes. der Mann denn zu dir, hätte ich dich anders gewollt, hätte ich dich anders gemacht, oder den Heiko. Ne? Du wirst schon sehen, wo du hinkommst, wenn du ständig an meinem Heiko rumnörgelst. Das finde ich jetzt sehr schön, weil mir ist auch ein Licht aufgegangen. Ich habe dir doch von der Kundin erzählt, wo ich da mir diesen Ärger gemacht habe. Das kann ich jetzt so sagen. Ich habe mich wirklich aufgeregt. Aber als du gesagt hast zu mir, als wir geskypt haben, hast du gesagt, ich glaube genau, dass du so eine bist. Ja, warte, pass auf, das war ein total geiler Satz, weil, ja natürlich, weil das bin ich ja auch. Und das hat zu mir dazu, also bei mir dazu geführt, dass ich das annehmen konnte. Weil erstens, wenn ich denn so bin, mein Charakter, ich habe es mir nicht rausgesucht. Ich kann das jetzt für gut oder für nicht gut empfinden, aber dann ist ja schon wieder einer da, der das verurteilt und bewertet und nicht in Ordnung findet. Und letztendlich habe ich mir 3, 4 Tage wirklich Gedanken über diesen Satz gemacht und habe gesagt, ja klar, der hat vollkommen recht. Das bin ich ja auch. Und das Geilste ist, seitdem lässt sie mich in Ruhe. Ja, weil ich diesen fehlenden Anteil, ich habe die dermaßen verurteilt dafür, was sie mit mir gemacht hat. Und ich habe die Message gar nicht gesehen. Ich war so drin und so drauf, ich habe 4 Tage gebraucht. Aber das ist ein geiles Feeling, wenn du dann nach 4 Tagen, die ich mir jetzt denke, jetzt drauf kommst. Das ist cool. Weil dann ist es abgehakt, ist es weg und es taucht jetzt wieder in mir auf, weil wir uns darüber Gedanken machen, wie wir es tun. Das kann ich beobachten. Also ich kann das schon beobachten, wenn ich da hinschaue. Ja, und das muss ich auch noch dazu sagen, das passiert, ne? Ja. Die Dinge, die treiben dich. Das wird, der Druck wird ja so, also, ne? Das wird immer stärker, dass du es einfach siehst. Und ich meine jetzt mal so, was kannst du dir davon raussuchen, dass du es dann eben jetzt erkennst, dass du in so einer Situation gar nichts kannst du dir da raussuchen. Und was hast du dir, denk jetzt mal an mich selber, für einen Druck gemacht, weil du meintest, du müsstest irgendetwas tun? Genau. Bei mir ist ja nun hauptsächlich das Hebräische da, ne?
Null Interesse, wirklich null. Ja. Ne? Aber immerhin geglaubt, ja, von gerade wenn er denn von Reife, oh, denn, ne, das hat mir natürlich auch nicht gefallen, wenn ich denn nicht reif genug bin dafür und so, ne? Ja, klar. Ja, klar. Aber das brauchst du ja nicht, um ins Himmelreich zu kommen. Das wäre ja wirklich unfair. Letztendlich sind wir ja schon da. Ne? Ne? Ja. Wenn man das nicht, wenn man das, was ist, nicht ständig niederredet, Genau. dann sind Ja. wir doch eigentlich da, ne? Richtig, genau. Ja. Ja, es ist schon spannend. Ja, es ist total spannend.